Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Und heute erfahren wir, was ist hinter Tor 1. Da kommt noch ein kleiner Nick schon. Und Tor 2 ist in diesem Raum. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir denn hier? Irgendwas Schönes? Gut, du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Stell dich, Kellogg. Okay, das haben wir vor. Wir werden uns Kellogg stellen. Wie ich ihm überhaupt nicht vertraue. Ach. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte immer, das wäre ich. Okay. Dann werden wir jetzt erstmal kurz unsere Kleidung wechseln. Pelzhut. Unziger hellbrauner Anzug. Und dann gehen wir mal zu ihm hin. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Wo ist Sean? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Wo ist er denn? Verdammt, du verfickter Söldner. Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber... Wie alt ist er denn? Im liebevollen Zuhause. Im Institut. Das stimmt nicht. Nicht hält mich auf. Wie komme ich dahin? Ich finde ihn. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also. Bereit? In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe, komme ich hoffentlich in die Hölle, damit ich dich immer und immer wieder umbringen kann, du Stück Scheiße. Ja, das war es doch schon mal, ein Satz mit X. Gut. Also, wir werden die Rüstung doch anbehalten. Das habe ich mir schon fast gedacht. Lassen wir die Rüstung einfach an. Du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Wir können ja vielleicht nochmal andere Gesprächoptionen jetzt benutzen. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte immer, das wäre ich. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Hier endet es, Kellogg. Du stirbst und ich bekomme meinen Sohn zurück. Du darfst jetzt gehen. Den Ausgang findest du ja. Sean. Zum einen wird er wohl etwas älter sein, als du dachtest. Zum anderen ist er nicht einmal hier. Siehst du, es endet also tatsächlich. Aber nicht so, wie du dachtest. Dann bring mich zu ihm. Und zwar sofort. Dich zu ihm bringen? Als könnte ich das, selbst wenn ich wollte. Kapierst es nicht? Dein Sohn ist an einem Ort, wo ihn niemand erreicht. Sean ist sicher. In seinem Zuhause. Im Institut.
Das Institut? Ich werde ihn finden. Wo immer er auch ist. Nichts wird mich aufhalten. Meine Güte, du bist hartnäckig. Das muss man dir lassen. Wie ein Vater eben. Wie ich es an deiner Stelle wohl auch sein würde. Auch wenn es nichts bringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Auf Befehl des Instituts müssen die Kanäle wieder hierher gehen. Scheiße. Was ist das? Hat mich ganz schön erwischt. Nimm das. So, jetzt fehlt nur noch er und da habe ich was ganz Besonderes für ihn. Wo haben wir es denn? Wo ist er denn? Da. Du bist ja doch nicht so ein Waschlappen, wie ich dachte. Naja, gut. Vielleicht ist der Raum etwas eng. Na gut, noch ein Versuch. Da fand ich diese Gespräche schon echt gut. Gut, du hast es geschafft. Ja. Sieh mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Da ist er also, der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig, ich dachte mir, das wäre ich. Du hast meine Frau ermordet, meinen Sohn entführt. Du bist ein toter Mann. Deine Frau, das war ein bedauerlicher Unfall. Ja, klar. Diese Welt, dieses Leben, du hast es gesehen. Schmerz, Leid. Der Tod ist der einzige Ausweg. Aber keine Sorge. Sean geht es gut. Er ist vielleicht ein wenig älter, als du dachtest. Aber ich kann ihn dir nicht geben, weil er nicht hier ist. Sag mir, wo er ist, verdammt nochmal! Okay. Das hast du dir wohl verdient. Sean ist an einem guten Ort, an dem er sicher ist und geliebt wird. In seinem Zuhause. Im Institut. Ich finde ihn, ich komme. Ich halte mich das auf. Das Institut? Ich werde ihn finden. Wo immer er auch ist. Nichts wird mich aufhalten. Meine Güte, du bist hartnäckig. Das muss man dir lassen. Wie ein Vater eben. Wie ich es an deiner Stelle wohl auch sein würde. Auch wenn es nichts bringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe, komme ich hoffentlich in die... Jetzt geht's nur darum, ihn zu killen. Tja, wenn es nicht anders geht. Wow, also er ist echt heftig. Du bist
doch nicht so ein Waschlappen, wie ich dachte. Habe ich eigentlich auch irgendwelche Granaten? Pulsgranate, Kirogranate. Alt. Links. Werden wir ja sehen, du wirst sterben. So, hab ich dich. Der Arbeit. Der Mistkerl wird niemandem mehr was tun. Wir sollten uns umsehen. Uns alle Infos sichern, die es hier gibt. Kellogg's Passwort. Kribiotischer Gehirnverstärker. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Füllt die Aktion mal bei kritischen Treffern auf. Lustig. Patronen natürlich. Dragonan, Stimpak, Stimpoy. Sehr schön. Sehr schön. Wollen wir mal hier gucken, was er hier uns versteckt. Zugriffsprotokoll. Anteilen. Sprechen wir nicht über die überall neue Erkenntnis. Zugriff. Lokal Login Kellogg. Anmerkung. Haben den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten, haben neue Befehle erhalten. Sollten Deserteure aufspüren, Verstärkung ist versammelt, Fort Hagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Sicherheitstüren öffnen. Magnetüren öffnen. So, jetzt reden wir gleich mit Nick. Hat Kellogg also keinen Mist erzählt? Dein Sohn steckt wirklich tief in Schlamassel. Ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Das ist schon sehr, sehr blöde, ne? Rekorder. Da unten ist ein Heft. Kannst du mal... Es muss eine Möglichkeit geben. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Warum Piper? Wie kann Piper uns helfen? Vertrau mir, die Lady hat mehr drauf, als sie durchblicken lässt. Und sie lässt einiges durchblicken. So wie ich sie kenne, hat sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und wir müssen mit jemandem darüber reden. Gut, dann los. Nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Hey. Kann ich was für dich tun? Ja, du kannst nochmal mit mir handeln. Wie wär's, wenn du noch mal eben schnell einen Fatman hältst? Gut. Nämlich die Institution oder vernimmst du den Fatman? Geht nicht. Aber jetzt. Okay. Was gebe ich dir denn dann? Gut, jetzt muss ich noch irgendwas wegwerfen. Ein Gammler-Outfit ablegen.
So. Wo ging es jetzt hier raus? Hier anscheinend nicht. Exit. Nehmen wir doch die Exit-Tür. Die sieht doch gut aus. Na, kommst du auch nochmal, Nick? Also, Kellogg hätten wir schon mal aufgehalten. Wir haben immer noch nicht Sean gefunden. Und er sagt, er ist etwas älter. Ist er 10 Jahre, der Junge? Wie lang ist es her, ist die große Frage. Natürlich werden wir jetzt erstmal nicht mehr mit Piper darüber reden. Weil jetzt müssen wir erstmal wieder anderen Aufgaben widmen. Wir müssen zum Beispiel als nächstes... Seertürsteuerung. Tür öffnen. Wir werden jetzt als nächstes Piper nicht. Trifft die Minutemen bei der Burg machen. Und vorher, bevor wir aber zur Burg gehen, die ist ja da unten, werden wir noch einmal nach Sanctuary gehen. Ist von diesem Ort nicht möglich. Ja, ist klar. Ach so, weil ich bin aber auch immer noch überladen. Ich bin gar nicht überladen. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Lol. Wir sind die stählerne Bruderschaft. Lol. Krass. Warum kann ich nicht mehr schnell rennen? Das ist die große Frage. Ängstlich in das Dunkel starren und die Schwebe. Verwundert. Hör die Militärgrenze an. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ich wiederhole. Hier spricht... Wieso kann ich nicht mehr schnell rennen? Rennen kann ich, aber normal gehen kann ich nicht. Jetzt mal endlich schnell reisen. Ja. Auf jeden Fall. Die stellende Bruderschaft ist da. Wir können uns immer noch der stellenden Bruderschaft anschließen. Oder Zins. Dem Institut. Ich meine, sie haben schon entführt. Warum haben sie es schon entführt? Das sind alles so Fragen. Sollten wir uns jetzt schon für die stellende Bruderschaft entscheiden? Und ich meine... Nein, wir müssen erst die ganze Geschichte kennen. Dann können wir uns immer noch entscheiden. Ah, ja. Kann auch nochmal gehen. Sehr schön. Das ist das falsche Haus. Das ist hier das falsche Haus. Hier wollte ich rein.
Erstmal Waffen. Fatman Bag, Granaten Bag. Kellogg's Pistole ist eine 44er, behalten wir mal. Mine weg. Und das nehmen wir mit. Obwohl diese brauchen wir gerade gar nicht. Machen wir die erstmal weg. Dafür nehmen wir mal das Laserding wieder mit. Leuchtpistole. Zu viele Waffen. So viele Waffen. Da sind sehr viele Waffen. Im Pro-Maschinengewehr. Institutgewehr, Jagdgewehr. Minigun. Plasma-Granate. Plasma-Raketenwerfer. Ich finde das nicht mehr. Ah, es ist doch blöde. Naja, dann nicht jetzt. Dann nehmen wir jetzt die recht mischrige Herrschaft mal mit. Leuchtpilz, Mais. Mutterbeeren. Kleidung. Aber gut, dann habe ich aber nicht meinen Superharnisch an, der Beweglichkeit und Wahrnehmung macht. Aber der ist auch viel schlechter. Dann doch lieber so, wa? Okay. Kleidung. Wahrnehmung weg. Kellogg's Outfit. Weg. Ach, hier der Trenchcoat, egal. So, noch so ein Weg. Nehmen wir mal mit, wir haben, oh, wir haben, kommen noch Stimpacks. Das ist nicht gut. Ja? Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. Das ist super. So, wir werden uns jetzt gleich nochmal weiter aufmachen von hier aus Richtung Layton Towers. Und von dort aus geht's dann weiter.
zu unserem Freund Preston. Um da auch nochmal weiter voranzuschreiten. Und wenn wir das mit Preston gemacht haben, können wir ja mal mit Piper reden. Ja, also wir werden noch bis Preston kommen wahrscheinlich, vielleicht, oder doch nicht. Dann sehen wir dann in der nächsten Folge, wie wir den Stützpunkt zurückerobern. Den von den Minutemen. So, wir sind jetzt hier, wir müssen nach da. Großer Gott, hast du das eben gesehen? Nein. Ich habe irgendwas gehört. Wo, was? Jailbruderschaft geht hier voll ab. Notruffrequenz gefunden. Militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Da drauf. Da. Nimm das. Ich wiederhole. Gute Nacht. Jeder überlebte Kampf macht uns stärker, genau. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1-7 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Ich wiederhole. Ja gut, das brauchen wir aber jetzt nicht, uns nicht nochmal anhören. Awesome. Immer Richtung Preston. Ja, wir werden doch nicht mehr diese Folge bei Preston ankommen. So, da oben fliegen sie rum. Parker Quinn. Okay. Dieser Parker Quinn. Entschuldigung, Sir, Parker Quinn. Ich wollte nur sagen, dass es mich freut, dass du an meiner Ecke vorbeischaust. Wenn du das sagst, schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen, Mr. Quinn. Mr. Quinn, was ist los? Sind wir Fremde? Mr. Quinn ist mein Vater. Ich bin Parker. Okay. Okay, daneben Parker. Hey, sieh mal an. Wir sind jetzt Freunde. Ich bin Parker und du bist Sir. Schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zur Sache.
Ich mache dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Bist du bereit? Ja. Bin bereit. Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du bezahlst mit Kronkorken. Von Flaschen. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612? Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form von Währung, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. Du bist ein Dieb. Kreditkarte. Sag es mir. Du bist ein verdammter Dieb. Was? Wie hast du mich genannt? Hast du gerade Dieb gesagt? Weißt du, wer ich bin? Hast du irgendeine Vorstellung, wer ich bin oder wen ich kenne? Du bist so tot, verstehst du? Du bist tot. Oh mein Gott, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ich verarsche dich doch nur. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte. Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Willst du eine? Und das ist kein Betrug oder so. Hast du mich das wirklich gerade gefragt? Hältst du mich für einen Betrüger? Meinst du, dass ich es so weit gebracht habe im Leben, indem ich Leute übers Ohr gehauen habe? Ich bin ein Unternehmer. Das hier ist grundsolide. Ich überlege schon. Ich muss mir das erst überlegen. Komm schon, im Ernst. Was gibt's da groß zu überlegen? Ich hab sie, du willst sie. Also los. Oder lass dir Zeit, kein Druck, okay? Ich warte hier. Volltrottel. Ja. Ich glaube nicht, dass ich sowas haben will. So, achso, wir haben es aber auch schon wieder. Es ist schon wieder Zeit zu sagen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.